Ich, der hier mitmacht, weil Daniel Andretande nicht dabei sein kann. Jakub Wolny. Schluss für ihn. Für den Juniorenweltmeister von 2016. Dann nach Kreuzbandriss lange außer Gefecht. Hier ist er wieder besser. Oh, bis auf die Landephase. Was ist da unten los? Also denn ungefähr so eine Situation hat damals zu dieser Knieverletzung geführt. Severin Freund, der Schlusspunkt für ihn. Die Goldmedaille im Team in Oberstdorf. Was Besseres hätte ihm ja kaum passieren können, dass er da nochmal zum Einsatz kam. Großartig. Krönt damit, hat damit seine Saison schon vor Wochen gekrönt. Und ja, und das gut zu Ende gebracht, hätte heute auch noch als Vorflieger einen Flügel zu machen pflegt. Martin Hamann, jetzt der Schlusspunkt für den Sachsen. Begann ja für ihn mit einem spektakulär weiten Sprung in Polen, als er stürzte. Gut stürzte, wie die Experten damals sagten, und schlimmere Verletzungen verhindern konnte. Hier gerade mal so bei 200 Meter. Ski zu steil nach dem Schanzentisch. Wenig hilft ihm, dass oben leichter Rückenwind ist. Kommt er trotzdem stabil zum Fliegen. Ja, aber für die ganz große Weite ist es zu wenig. Damit fällt er hier noch ein bisschen zurück, aber schon allein bei diesem Gio de Schwanden. Einziger Schweizer hier in diesem Kreis. So stark begonnen in diesem Winter wie seit 6 Jahren nicht mehr. Aber dann ging es auch für ihn nicht richtig weiter. Gut in die Luft gekommen. Schöner, stabiler Flug im Prinzip. Ohne die nötige Windunterstützung unten jetzt. Dritter Rang. Einen Wettbewerb gewinnt. Schon 1-2 Jahre. Aber es hat immer noch nicht gereicht. Qualifikationssieger war Rhein Oberstdorf bei der Fischanzentournee, die dann nicht gewertet wurde, ja, aber die 5.000 Euro Preisgeld wurden ihm trotzdem zugesichert. Er gleitet nicht. Kann Nazarov nicht wegkriegen in den letzten 10 Jahren. Das wird Kamils doch sein. Der deshalb nie richtig ins gute Absprung-Abfluggefühl gekommen. Seine Landung hat oft das Prädikat besonders wertvoll bekommen in der Vergangenheit. Aber auch da hat es natürlich bei den nicht ganz so weiten Flügen dann weniger gut ausgesehen. Auch hier wirkt er ein bisschen lustlos. Krafttraining. Also nicht ganz sicher, glaube ich. Skifliegen wie selten zum Saisonende an 5 Tagen. Jetzt Andrzej Stekała. Nazarov vor Stoch. Aschenwald ist Dritter. Der nächste Pole, der oft nicht so gut zur Luft ist. Und die rächt sich dann, weil seine Fluglage manchmal nicht so passt. Aber hier geht's besser. Das ist gut. Das ist auch stabiler jetzt gewesen, ausnahmsweise mal. Auch wenn es ihn wieder ein bisschen... Ja, damit geht er in Führung. Eigentlich 2 ganz gut. Stenkauer führt. David Kubacki. Hat auch viel erlebt. Ähnlich wie Karl Geiger. Vater geworden in Oberstdorf während der Vierschanzentournee. Als sie lange warten mussten auf ihren Einsatz, dann am Ende in der Gesamtwertung auf Platz 3. Kommt hier wieder sehr schön hoch. Weg. Aber unten ist kein tragendes Gefühl mehr da. Auch nicht ganz optimal. Zweiter hinter von David Kubacki, der jetzt auf Platz 2 liegt. Stefan Kraft, die WM-Goldmedaille auf der Großschanze in Oberstdorf hat seine Saison gerettet, die ansonsten schlecht verlaufen ist. Rückenprobleme immer wieder. Ist auch einer der wenigen gewesen übrigens, die mal mit einem Protektor hinten am Rücken geflogen und gesprungen ist. Das ist die Leistung, die er hier jetzt bringt, auch nicht ganz genau. Ja, und auch die Silbermedaille dann im Team. Michael Heiberg, wer weiß. Piotr Jua, der nächste. Auch ein WM-Titelträger in Oberstdorf, der auf der anderen Schanze, der Kleinen, gewinnen konnte. Dann war es ein 4. Platz im Großschanzenwettbewerb. Hier fliegt er schön, kontrolliert und auf einer relativ flachen. In Führung gesegelt, sogar jetzt in der Weltcup-Gesamtwertung. Auch für ihn die Medaille, die Bronzene auf der Normalschanze in Oberstdorf. Der wichtigste, der größte Erfolg, seine erste Medaille, seine Taufmedaille, wie die das hier in Slowenien ausdrücken, weil es eine Premiere für ihn war. Aber auch er war nah dran, gelegentlich am Tagessieg, hat das aber nicht ganz geschafft. Hier nicht so weit weg. Ass im Spiel. Für einen möglichen zählt schon vor den Wettbewerben, vor dem Sturz
von Daniel Andretan da am Donnerstag, wie das hier aussieht, von Jahr zu Jahr auf dieser Riesenschanze anzutreten. Die Unbekümmertheit aus seiner Jugendzeit, aus der Anfangszeit ist jedenfalls weg, hat er gesagt. So, jetzt als Familienvater gehen einem da andere Gedanken durch den Kopf. Das ganze Risiko mit einzukalkulieren, der Respekt ist größer. Doppelt so viel, um genau zu sein. Aber er ist von früherer Zeit. Johann André Forfang dagegen hat sich gesteigert nochmal zum Saisonende hin. Der Mann aus Tromsø, wo sie dabei sind, eine Sprungarena aufzubauen, damit da auch mal ein Weltcup stattfinden kann. Und super geflogen jetzt. Sein Vater ist da auch involviert. In ein paar Jahren könnte es soweit sein. Sechsmal auf dem Podest bei großen, wichtigen Medaillenentscheidungen. Pius Paschke, nochmal ein 230er, das wär's doch. 2,5 Kilometer hat der bei der Skiflug-WM insgesamt hier zusammengeflogen. An diesen Tagen hier wird das noch ein bisschen mehr sein sogar. Hat da Kompliment nicht zu dem Flug. Tolle Saison, du bist dabei, Pius. Hat jetzt sein größter Erfolg war es, zum Team zu gehören, das die internationalen Meisterschaften bestreiten konnte, auch wenn er da nicht groß rausgekommen ist. Hat sich in dem starken slowenischen Team aber da behaupten können. Ist auch hier schon gut geflogen. Dritter Platz für Žiga. 19 von 29 Springern in diesem Pius Paschke. Und Severin Freund war ja mit seinem zweiten Flug vor allen Dingen zufrieden. Oder wirkte zufrieden. Martin Schneider. Den Skiflug-Weltcup, haben Sie eine Prognose? Ja, ich glaube, wenn der Karl einen richtig guten Sprung macht, den er hier auf der Schanze auf jeden Fall drauf hat, dann kann er Riojo schon wirklich unter Druck setzen und dann wird es spannend, was der Riojo macht. Also, ich meine, der hat es auch gezeigt in den Tagen hier, dass er die Schanze wirklich aus dem FF beherrscht, aber ja, wenn er dann oben steht und das Planitzer-Lied hört, dann wird es vielleicht schon einmal richtig spannend. Danke Ihnen. Ja, dieses enge Rennen im Weltcup-Team, das er da ansprach, das bezieht sich natürlich nur auf die Top 6. Die da Karl Geiger anführt. In diesem Winter waren sie immer die gleichen, die im Weltcup zum Einsatz kamen. Keine zusätzlichen Kräfte haben es von unten im Weltcup. So, jetzt nochmal Yukiya Sato zum letzten. Ich weiß nicht, was feuerfrei auf Japanisch heißt, aber so springt er immer in Bewegungssprache umgesetzt. Zack und los. Auf Teufel komm raus. Ist wieder gut gegangen hier. Und er geht nach vorne. Wenn die Linie, die Grüne, jetzt auf Freude auf die Heimreise endlich. Die sind ja seit November in Europa. Wie Ryoyo Kobayashi, der hier nochmal die kleine Kristallkugel gleich angreifen kann. Robert Johansson. Der Vater im norwegischen Team. Nicht nur, weil er tatsächlich Vater ist, sondern weil er auch die Vaterfigur, Bezugsperson in der Mannschaft ist. War jetzt wichtig an den letzten Tagen hier nach dem Sturz von Daniel Andretan. Reicht für Platz 3 jetzt, schiebt sich vor Pius Pranken. Da führt nicht Karl Geiger, wie ich vorhin mal sagte. Da hatte ich den Mannschaftswettbewerb noch nicht mitberechnet. Dieser Sprung da geht auch in diese Wertung ein. Also Kobayashi auch da voraus. Jetzt Domen Preutz. Wieder gut, wieder schön vorn geblieben. Ganz konsequent, ganz flach. Domen Preutz. Geht es langsam los, auch wenn die Abstände hier in diesen Rängen noch mit an die 10 Punkte relativ deutlich möglich werden und die entsprechenden Punktabstände dann aufzuholen sind. Auch von Michael Heiberg. Er muss jetzt vorlegen, kann vorlegen. 234,5 für die Führung. Ein bisschen Unruhe da oben. Der rechte Ski will nicht mitspielen. Hält dagegen, versucht auf Spannung zu bleiben, aber früh gestört war dieser Flugschuss. Und auch noch verdreht dann zur Landung gekommen. Entsprechend niedrig die Punktzahl, die 20 Meter erreichen, um diese 9,2 Bonuspunkte da oben zu bekommen. Das ledierte Knie hat sich das gut überlegt. Vorher schon, ob er hier anreisen soll und mitmacht. Bisher ist alles gut gegangen. Und wenn der Sprung jetzt auch noch gelingt, der Aufsprung, und auch weit genug ist. Ja, er versucht sogar den Telemark. Diesmal gestimmt. Und die 1, die da jetzt steht, stimmt dann auch. Mehreren Siegerehrungen, nicht nur im Einzel, bekommt er den wichtigsten Preis. Auch die Norweger als Mannschaft haben die Nationenwertung überlegen gewonnen. Aufpassen, Junge, nicht beim letzten Mal noch was riskieren. Einfach nur runterkommen, einfach nur landen, ist egal. Der Ärger hörbar, den er sich da raus. Dritte Drecksekunde. Die dritte Norweger. Der beste Flieger wird keinen 12.
Einzelsieg in diesem Winter bekommen. Es wird bei 11 bleiben für Granovic. Daniel Huber, dann eben jetzt nochmal der Versuch anzugreifen. Ja, gut, gutes Tempo auch, aber er kommt nicht ran an Grün, kommt nicht ran an Eisenbichler, der führt ja. Weiter unten, das kommt natürlich auch daher, weil Eisenbichler verkürzt hatte. Ist jetzt um Bort Paulovic, kann der sich da halten? Im einen Durchgang gestern ist ihm das gelungen, da ist er Dritter geworden. Der kann fliegen, hat zwei Superflüge schon gezeigt, bleibt aber hier ein bisschen kurz, der war da zu flach. Nein, reicht nicht für Paulovic. Für einen leichtgewichtigen Skiflieger. Erstmal ein Eis. Karl Geiger, nochmal eine Chance für einen Podestplatz. Vielleicht sogar für einen Sieg. Er kann vorlegen, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Wind ist nicht so gut. Er ist die prägende Gestalt dieses Corona-Sportwinters gewesen. Im Skispringen und zeigt das hier wieder auch nochmal. Mit dem letzten Abflug oben reparieren zu müssen, notdürftig die Befestigung. Diesmal mit perfektem Material runtergesegelt. Andy Kobayashi siegreich gestalten kann, wenn er 228,5 Meter fliegt. Jetzt wird das immer weniger, weil der Wind schlechter wird. Mehr Rückenwind jetzt bei Kobayashi, ein bisschen mehr Unruhe da oben. Aber er bleibt auf Zug, versucht es jedenfalls, aber es reicht nicht, da fehlen die Meter. Und dann wird das Weltcupsieg im Skifliegen, Flugweltmeister. Der hier zweimal, die er hier vor zwei Jahren gewinnen konnte. Ryoyo Kobayashi, sehr gräben. Na, zweiter Platz ist es doch geworden für Ryoyo Kobayashi. Die Tageswertung des heutigen Tages mit diesem Ergebnis. Wieder zwei DSV-Vertreter, wieder Geiger und Eisenbichler auf dem Podest. Im Skiflug-Weltcup sehen wir zwei Punktgleiche vorne. Das ist Karl Geiger und Ryoyo Kobayashi. Beide 260 Punkte. Da sieht es nach zwei